Der Arlberg, die Wiege des alpinen Skisports in Österreich. 1937 entsteht hier in dem kleinen Bergdorf Zürs am Flexenpass der erste Schlepplift der Alpenrepublik. Mit dem aufstrebenden Wintersporttourismus nach dem Zweiten Weltkrieg folgen am Arlberg unzählige weitere Seilbahnen, die das Skigebiet seit dem Zusammenschluss von St. Anton, Lech Zürs und Wad Schröcken heute zum größten seiner Art in Österreich wachsen lassen. Südlich von Zürs und damit seinerzeit noch völlig unabhängig entsteht im selben Jahr auf der Ostseite des Arlbergpasses in St. Anton die erste größere Luftseilbahn der Region. Die Firma Bleichert kann mit einer ihrer typischen Pendelbahnen den Galzig erschließen. Es ist die letzte größere Seilbahn, die in Österreich vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs den Betrieb aufnimmt. Nach dem Krieg erholt sich der Tourismus schnell wieder, sodass bereits 1952 die zweite Aussichtsbahn am Galzig den Betrieb übergeben werden kann. Unweit der Arlbergpasshöhe erstellt die deutsche Firma Polig eine kleine Luftseilbahn von St. Christoph auf den Galzig. Polig ist es auch, der schon bald darauf die nächsten Etappen zur Erschließung der Waluga in Angriff nimmt. 1954 kann schließlich das Herzstück der Erschließung eröffnet werden. Eine über 3 Kilometer lange Seilbahn vom Galzig auf den Waluga-Grat. Die Bergstation kommt damit anders als bei den meisten anderen Erschließungen dieser Art aus Platzgründen nicht auf dem Waluga-Gipfel, sondern rund 200 Meter unterhalb davon zum Stehen. Dank zweier beeindruckend langer Spannfelder über tiefe Taleinschnitte kommt die Anlage mit nur zwei kleinen Zwischenstützen aus. 550 Meter Höhendifferenz überwinden die beiden 33-plätzigen Kabinen und stoßen damit bis in 2640 Meter Seehöhe vor. Lange dauert es nicht, da ist die Seilbahn als zentrale Anlage im rasant wachsenden Skigebiet von St. Anton völlig überlastet. Bereits 1961 wird sie daher umgebaut und erhält 50er-Kabinen, die die Förderleistung auf rund 400 Personen je Stunde steigern. Eine wirkliche Entlastung bedeutet aber erst 1981 der Bau der spektakulären Sesselbahn auf den Schindlergrat, den die Waluga-Bahn in luftiger Höhe kreuzt. Die Schindlergratbahn erschließt in der Folge den größten Teil der Abfahrten an der Waluga als redundante Anlage. Immer wieder wird die Waluga-Bahn in den folgenden Jahrzehnten modernisiert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Der bislang letzte größere Umbau erfolgt 2002. In jenem Jahr erhält die Bahn neue Laufwerke von Steurer, einen neuen Antrieb von Doppelmayr und neue Kabinen von Karwatic. Nach wie vor stellt die Bahn damit eines der Aushängeschilder des Skigebiets am Arlberg dar. Ihren ursprünglichen Charme hat sie trotz der Modernisierungen aber bis heute nicht eingebüßt. Die Platzierung der Bergstation unterhalb des Waluga-Gipfels wird neben den beengten Platzverhältnissen auf dem Gipfel auch deshalb gewählt, damit die Wintersportler eine passable Skiabfahrt in Angriff nehmen können. Hierfür wären die felsigen Abhänge rund um den Gipfel völlig ungeeignet. Auch wenn das Panorama vom Waluga-Grat bereits sehenswert ist, fehlt der Blick in Richtung Norden. Aus diesem Grund erstellt Polig 1955 eine kleine zusätzliche Luftseilbahn, die die Strecke bis zum Gipfel überbrückt. 5 Personen fasst jede der beiden Kabinen und überwindet auf steilen 370 Metern Länge 170 Höhenmeter. An der Bergstation genießt der Besucher einen grandiosen 360-Grad-Blick aus rund 2800 Metern Höhe, dem höchsten durch Seilbahnen erschlossenen Punkt des Skigebiets am Arlberg. Offizielle Skiabfahrten starten von hier oben nicht. Dementsprechend ist die Bahn trotz ihrer geringen Förderleistung von 185 Personen pro Stunde selten überlastet. Aus diesem Grund ist sie seit ihrer Eröffnung zwar mehrmals modernisiert worden, die Förderleistung hat sich aber nicht maßgeblich verändert. Die Konstellation mit der großen Luftseilbahn bis kurz unterhalb des Gipfels und dem kurzen Appendix in Form der kleinen Gipfelbahn ist auf weiter Flur einmalig. Allein schon wegen dieses Kuriosums lohnt sich ein Besuch der Waluga auf jeden Fall. Vom Ausblick auf die Vorarlberger und Tiroler Alpen ganz zu schweigen. In den Anfangsjahren ist eine Skiabfahrt vom Waluga-Grat lediglich für fortgeschrittene und sportliche Fahrer geeignet. Aufgrund der Topografie ist es notwendig,
im oberen Teil der Piste einen kleinen Aufstieg zum Valfagerjoch zu bewältigen, um wieder ins Tal fahren zu können. Um das Problem zu umgehen, erfolgt 1969 der Bau des Schlepplifts Valuga. Der Schlepplift stammt aus dem Hause Doppelmeier und misst weniger als einen halben Kilometer Streckenlänge. Die Trasse ist jedoch zeitweise extrem steil. Umso erstaunlicher ist es, dass der Schlepplift im sonst so modernen Skigebiet Arlberg noch nicht ersetzt wurde. Abgesehen vom Umbau auf Langbügel ist er gar noch mehr oder weniger im Originalzustand in Betrieb. Doch gerade das macht das Abenteuer Valuga eben auch heute noch aus. Anders als auf den vielen Pistenautobahnen weit unterhalb ist eine Abfahrt vom Valuga-Grat dank Panorama, Topografie und nostalgischer Seilbahntechnik nach wie vor ein echtes Erlebnis.